Der Februar ist in vollem Gange. Wir haben die ersten 2 Wochen schon geschafft und ich dachte mir, ich zeige euch aktuell mal ein paar Drogerie-Must-Haves für diesen Monat, für diese Jahreszeit. Alles Produkte, die euer Make-up so ein klitzekleines bisschen schöner machen. Hi Freunde, einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt. Und falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video so ein bisschen aufmuntern kann. In den letzten Wochen kamen wirklich viele neue Produkte raus. Neue alte Marken, neue Produkte, neue Sortiments-Updates und ein paar Schätzchen, die es schon länger gibt, die ich aber wieder für mich entdeckt habe. Und ich dachte mir, ich zeige sie euch einmal gemeinsam. Wir starten auch direkt ohne groß drum rum zu quatschen. Ein Produkt, was ich schon im Gesicht habe, aber wirklich, und das mir tut so leid, ne? Weil ich war ja wirklich ein treuer Kunde von Anastasia Beverly Hills Brow Freeze Produkt, das hier. Aber was soll ich sagen? Meine Aufgabe ist es ja nicht nur, euch immer günstigere Produkte zu zeigen und dann doch die teuren zu kaufen, für mich, weil ich denke, ich bin Beyoncé, sondern nein, ich muss wirklich dazu sagen, das Essence Brow Lifting Gel gefällt mir sogar noch ein Stückchen besser, weil, und jetzt kann ich euch auch sagen, warum, also konnte ich euch schon immer sagen, aber manchmal hatte ich so ein bisschen Probleme mit dem Brow Freeze, wenn ich auf meine Haut gekommen bin und das dadurch so ein bisschen an die Haut gekommen ist und dann hat die Foundation nicht mehr so gut gehalten. Das hier kriege ich gut weg, ohne dass das schnell zu viel wird. Das Brow Freeze von Anastasia Beverly Hills hat ein Problem, was aber alle Augenbrauengele haben. Und zwar, wenn du es nicht richtig verschließt, wenn du es nur 3 Stunden offen lässt, kannst du es wegwerfen. Und das ist natürlich bei, ich glaube, es kostet 24 € oder 18 €. Ist das schon ein großes Risiko. Hier sind, bei Essence sind 12 Gramm drin, bei Anastasia sind es 8 Gramm. Und das kostet halt einfach nur 3 €. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Es ist aktuell wahrscheinlich wieder viel ausverkauft, aber das wird ein Produkt sein, das wird erstmal ein Standardsortiment kommen und dann können wir auch Backups kaufen. Wollte ich euch einfach nochmal mit auf den Weg geben. Und, gerade wenn ihr, ne, so ab und zu, also, reden wir darüber? Ja. Ich habe ja hier so ein paar Härchen, die halten wirklich noch, die nutzen ihre letzte Kraft, bevor sie sich verabschieden, ne? Und das sind dann halt so Babyhärchen hier und das sieht manchmal nicht so schön aus. Und dann kann ich mit dem Rest, den ich hier dran habe, das einfach nochmal so ein bisschen hochbürsten, dass der Ansatz ein bisschen ordentlicher ist, ohne dass es so schwer wird. Wir kommen aber zur Base und da habe ich hier den Art Deco Luminous Face Primer. Art Deco, wirklich, ne? Die geben Gas, die müssen sich beweisen in der Drogerie und das tun sie. Das ist der Luminous Face Primer, der hat einen richtig schönen Glow mit dabei. So leicht Roségold Peachy und ich trage nur ganz, 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 ganz wenig davon auf. Der sorgt nämlich dafür, dass das Make-up nicht nur ein bisschen glänzender wird, sondern ich finde, er sorgt auch dafür, dass die Haut einfach ein bisschen strahlender aussieht. Wenn ich natürlich jetzt nicht so rot wäre, ne, wenn ich mein Gesicht berühre, dann kriege ich immer diese Rötungen. Aber dann habt ihr natürlich diesen Schimmereffekt mit dabei. Man kann ihn auch gut punktuell tragen oder, was ich total schön finde, ist, wenn man keine Foundation tragen möchte, einfach so ein bisschen diesen Primer auf die Wangenknochen, auf die Nase, vielleicht auf die Augen, unter die Augenbrauen für so einen leichten Lichtreflex, ohne dass du große spektakuläre Effekte im Gesicht hast oder ein großes Make-up trägst. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Packaging clean. Es gibt den, glaube ich, auch noch in Mattifying und Anti-Redness, glaube ich. Weiß ich nicht. Den mag ich aber sehr, sehr gerne. Und der funktioniert bis jetzt mit allen Make-ups, die ich benutzt habe, sehr gut. Aus gegebenem Anlass benutzen wir dieses Schätzchen hier von Essence. Das ist der Essence Skin Tint. Ich benutze ihn in der Farbe 30. Ich habe, das ist so lustig, ne? Ich mache Social Media ja schon ein paar Tage. Und manchmal weiß ich, wann ein Video auf TikTok vor allen Dingen gut funktioniert und manchmal nicht. Hier konnte ich es gar nicht mit einschätzen. Die Foundation bzw. dieser Skin Tint, ich finde, ja, sind wir ehrlich, wahrscheinlich ist es nur ein Skin Tint, weil das gerade, oder heißt es nur Skin Tint, weil der Begriff gerade so beliebt ist. Am Ende des Tages ist es eine Foundation. Wenn die Foundation in einem Glasflakon gewesen wäre, hätte ich gedacht, boah, das ist die krasseste Foundation. Das ist jetzt ein Skin Tint, er kommt in so einer klassischen, günstigen Skin Tint Verpackung. Die ist mir eigentlich egal. Das Produkt ist einfach nur sehr, 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 sehr gut. Ihr habt letzte Woche ein Video von mir gesehen, wo ich das Produkt benutzt habe. Und ich hatte da einen Wear-Test gemacht und hatte eigentlich dann zum Ende gesagt, dass ich mich abschminke jetzt, weil wir ja noch abends Besuch bekommen und ich wollte mich nochmal frisch machen. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe einfach übergepudert und
ich glaube, um 11 sind die Besucher aus dem Haus gegangen und das Make-up war immer noch drauf. Also es hat wirklich, wirklich gut gehalten. Klar, ich musste dann einmal vielleicht kurz ein bisschen nachpudern. Ganz ehrlich, für 3,99 € ist es mir egal, ob ich nachpudern muss. Ne? So viel dazu. Also ich mag sie sehr, sehr gerne. Ich benutze sie auch sehr gerne, gerade im Alltag, wenn es... Also, ich habe ja viele Foundations hier, ist mein Job. Aber wenn ich mir überlege, okay, ich muss mich vielleicht zwei, dreimal am Tag abschminken, will aber auch nicht jedes Mal eine 70-Euro-Foundation in mein Gesicht klatschen. Solange die Base noch nicht fixiert ist, nehmen wir jetzt nochmal hier dieses Schätzchen von Rival Loves Me aus der Le Petit Paris Limited Edition. Und zwar die Farbe Coral. Ich finde, das ist einfach die schönste Farbe aus der Kollektion. Das andere ist mir schon fast ein bisschen zu pink. Das ist ein super schöner, frischer Ton. Und ich arbeite den auch total gerne mit so einem Puderpinsel ein. Dadurch wird das Ganze ein bisschen leichter. Ah, jetzt kommt das Produkt raus. Gehe auch damit recht weit nach oben an meine Augen, weil das so eine Farbe ist, die ist schön hell. Die kann man auch gut so ein bisschen unter den Augen auftragen. Und du hast so einen richtig schönen, pfirsichfarbenen Look. 1, 2, 3, so ein bisschen verschmieren und es ist drauf und der hält auch ganz gut. Was ich immer sehr, sehr gerne mache, ist, ich kombiniere ein Puderblush mit einem Cremeblush. Das heißt, ich trage jetzt den Cremeblush auf und fixiere diesen mit einem Puderblush. Ich habe jetzt hier, ne, nur zur Veranschaulichung, das zählt jetzt nicht zu den Monats-Must-Haves aus der Drogerie, weil das ist definitiv nicht Drogerie, aber da war mein Geiz sehr, sehr groß. Das ist ein Blush von Chantecaille, ne? Nee, Clé de Peau. Clé de Peau. Noch teurer. Das Ding, ich habe mich wirklich gefreut. Ich dachte, boah, ist ja ein richtiger Schnapper. 36 Euro. Ja, haha. Aber du hast halt nur das, ne? Du hast nicht die Umverpackung davon. Ein bisschen ärgerlich gewesen, aber ich dachte mir, nein, du hast es gekauft, du benutzt es. Einfach in derselben Farbe dann so ein bisschen rübergehen. Und dann kann man das damit fixieren. Und dann ist die Farbe natürlich auch noch ein bisschen intensivierter. Ich mag zum Frühling diese peachigen Töne total gerne, weil die einfach so ein bisschen frischer sind. Und ich übertreibe es jetzt auch, denn ich habe natürlich noch kein Concealer raufgetragen. Aber hier, die sollten jetzt eigentlich in allen Filialen schon da sein. Und nicht verzagen. Ich kriege ganz, ganz oft Nachrichten, wirklich teilweise auch manchmal böse Nachrichten, weil ich kann dafür doch gar nichts. Wo sind die Sachen? Ich finde die nicht in der Drogerie. Bei Rossmann ist es so, dass es viele Limited Editions, gerade wenn so viele aufeinander folgen von einer Marke, Rival Las Mi, Rival de Loup vor allen Dingen, dann steht das nicht in der Theke, sondern es gibt irgendwo in der Filiale nochmal so ein Turm und da steht das dann manchmal mit drauf. Muss man manchmal ein bisschen suchen oder mal die Kolleginnen und Kollegen in den Filialen fragen. Okay, ich mag den Ton sehr, sehr gerne. Die Seite gefällt mir richtig, richtig gut. Ich trage jetzt einfach nochmal flott ein bisschen Concealer auf, um das Ganze ein bisschen frischer zu machen. Und dann kommen wir zu einem Produkt, was ich schon sehr, sehr lange hier habe und wirklich oft zugreife. Ich bin ja so eine Maus, ich greife zu den Produkten, die am schnellsten in meiner Hand sind. Ich habe ja hier unten eine Schublade, das ist die Schublade der Schande. Und hier sehen wir, dass da ganz viele Produkte drin sind, die mir irgendwann mal gut gefallen haben in einem Video, bei einem Dreh. Und dann bleiben die da auch einfach drin. Und oft greife ich dann auch einfach zu den Produkten wieder, um sie zu benutzen. Ich weiß, dass viele so ein Körbchen haben, so ein Schminkkörbchen oder so. Und dann sich das einmal die Woche oder einmal im Monat so ein bisschen austauschen, damit man einfach Produkte, die man hat, vielleicht ein bisschen regelmäßiger benutzt. Das funktioniert bei mir natürlich nicht. Aber diese Palette hier von Trended Up liegt hier sehr, 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 sehr häufig. Und demnach greife ich dazu auch ganz gerne. Das ist das Face Contouring Set von Trended Up mit integriertem Primer. Aber wo ist denn der Primer? Habe ich auch noch nie gelesen. Ist der Primer da schon drin oder kann man das hier noch aufmachen? Ja, wahrscheinlich ist der Primer in den Produkten mit drin. Aber hier seht ihr ganz, ganz klar den Unterschied zwischen Contour und Bronzer. Contour ist nicht unbedingt dunkler, sondern einfach nur deutlich kühler. Und Bronzer ist viel, 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 viel wärmer. Was ich mache, weil ich eine faule Maus bin, ist, ich gehe erst mit einem Pinsel in den Konturton und dann drehe ich den Pinsel so ein bisschen, gehe in den Bronzer, klopf ab und dann stempel ich hier rauf, zack, fertig. Man kann auch mit diesem Contour-Set sehr, 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 sehr gut so einen schnellen Augenlook machen. Mit so einem kleinen Pinsel, der aber nicht zu klein ist. Einfach hier in die Lidfalte ein bisschen das Augenlid definieren und dann hier an der Nase lang. Dann ist das ganze Gesicht gleich nochmal so ein bisschen anders geformt. Und ihr habt hier auch noch diesen hellen Ton mit drin, den man hier hinten so ein bisschen auftragen kann, um das Auge vielleicht ganz leicht zu highlighten. Den mag ich persönlich jetzt nicht ganz so gerne,
kann man aber mit Highlighten oder hier unten einfach ein bisschen sauber machen. Die Kontur- und Bronzerfarbe sind hier drin aber wirklich, wirklich gut. Das ist wieder so ein richtig schöner, klassischer Alltagslook. Bevor wir fixieren und Mascara auftragen, wollte ich euch eine neue Lippenkombination zeigen, die mir sehr gut gefällt. Erinnert ihr euch noch an das Video? Das ist jetzt schon eine Weile her. Das war von NAM. NAM, das ist eine polnische Marke, die es bei Rossmann gibt. Und die haben neue Farben und neue Produkte rausgebracht. Unter anderem diese Lip Pencils. Die sehen vermutlich rein zufällig ähnlich aus wie die von KKW Beauty, der neu gelaunchten, wieder gelaunchten Marke von Kim Kardashian. Und ich weiß, viele wollen die Sachen von Kim Kardashian aus Prinzip schon nicht kaufen. Völlig in Ordnung. NAM hat Lip Liner rausgebracht in wirklich schönen Nude-Tönen. Ich habe jetzt hier einmal Perfect Nude und Rose Nude. Ich glaube, ihr seht in der Kamera nicht so einen krassen Unterschied. Deswegen ist es fast egal, welchen ihr bestellt. Im Alter, ja, eigentlich sieht man da kaum großen Unterschied. Ich gehe trotzdem aus Prinzip schon mit Perfect Nude mit rein. Und was sehr, sehr gut ist, ihr habt, also das ist Kunststoff, ihr könnt den anspitzen, glaube ich, müsst ihr aber nicht, weil ihr könnt ihn rausdrehen. Und ich hasse Lip Liner, die man nicht rausdrehen kann, aus Plastik, die man anspitzen muss. Und ihr habt hier hinten auch noch einen Anspitzer, um die Mine schärfer zu machen. Sehr, sehr schöne Farbe, sehr schöne Haltbarkeit, super, super cremig. Schaut euch mal an, wie schnell das ging. Der ist sehr cremig und der braucht auch einen Moment, um anzutrocknen, aber dann hält der. Deswegen nicht gleich den Fisch machen, sondern kurz antrocknen lassen. Und wisst ihr, was ich mache? Ich habe eine neue Macke für mich entdeckt, was ich total gerne mache. Irgendjemand hat mir das geschrieben und ich dachte mir, boah, ja, du hast total recht. Und zwar finde ich, dass, ich weiß nicht, wie ihr es nennt, den Amorbogen hier in der Mitte finde ich ganz besonders schön. Für mich hat den schönsten Amorbogen Farina, Nova Lana Love. So, und ich möchte auch so einen Amorbogen haben wie Farina, aber mit Make-up. Und ich nehme hier einen ganz kleinen Pinsel und ich habe dieses Ding. Das gibt es nicht mehr, das ist von Dior, das soll ein Blush sein, ist es aber nicht. Also das ist kein Blush, aber es ist auch irgendwie kein Konturton. Ich gehe mit einem kleinen Pinsel hier rein. Bei mir geht's, ich habe einen Bart, ne? Das verzeiht immer ganz viel. Und konturiere meinen Amorbogen. Und ich finde, das betont ihn total schön. Ist eine neue Macke von mir. Müssen wir nicht verstehen. Aber der Lip Liner ist jetzt mittlerweile angetrocknet. Und oben rüber gebe ich das Plumping Lip Fluid von Art Deco in der Farbe 21. Art Deco hat auch mittlerweile... Art Deco wird so eine Lieblingsmarke von mir mittlerweile in der Drogerie, ne? Weil die so... Die geht halt genau in die Richtung, die für mich gerade so schön ist. Nicht mehr so dieses bunte, laute Jugendliche, sondern eher ein bisschen erwachsener, klassischer. Ein bisschen erwachsener halt. Ihr wisst, was ich meine. Wunder, wunderschöne Farbe. In Kombination auch mit dem NAM Lip Liner. Super deckend. Reicht. Nur um so ein bisschen Farbe drauf zu haben. Und die Lippen sehen sehr, sehr glossy aus. Fühlen sich gepflegt an. So ein leichtes Bitzeln kommt durch, bei weitem, aber nicht so wie die Maybelline Lifter Plump Glosser. Und zu guter Letzt muss ich es hier nochmal mit reinnehmen, weil ich wirklich, ich habe das noch nicht erlebt. Ich habe es euch neulich in dem Video schon gesagt, dieses Setting Spray von L'Oreal. Das wird eine Alternative zu dem von One Size Beauty sein. Das ist sehr, sehr fest. Einige sagen, es ist wie Haarspray. Es riecht zumindest so, aber du kannst es dir wirklich ins Gesicht geben. Das hält das Make-up bombenfest. Ich habe es euch neulich gesagt, ich war duschen damit. Mein Gesicht duschen. Ich habe sogar rübergerieben in dem Video, habt ihr es gesehen. Phänomenal. Kurz antrocknen lassen, das Gesicht Augen geschlossen halten, weil ne, es verdampft, es sind die Aerosole. Und dann könnt ihr euer Gesicht wieder öffnen und vor allen Dingen auch euer Lippenstift hält. Richtig, richtig krass. Großartig. Ne, es ist stark, aber wenn manchmal gibt es so Tage, da weiß ich, da muss mein Make-up halten und dann nehme ich das hier. Und auf die Entfernung haben wir einen richtig schönen Frühlingslook, der so ein bisschen bunter ist. Na gut, bunt ist hier gar nichts außer mein Blush, aber ihr seht es, ihr könnt mit vielen Drogerieprodukten ganz, ganz viele tolle Looks zaubern. Ich bin gespannt, welche Produkte ihr für euch für den Februar als Must-Haves rausgesucht habt. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesen Schminkkörbchen haltet. Und ob das vielleicht für euch was sein könnte, um einfach mal so ein bisschen Rotation in den Produkten drin zu haben. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Passt auf euch auf.